Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung Gottesstarke Töchter, Frauen und das Amt im Katholizismus, ich darf Sie sehr herzlich aus Mainz grüßen und Ihnen eine gute Tagung wünschen. Sie sprechen auf Ihrer Tagung ein sehr zentrales Thema an. Ein Thema, das mich nicht nur als Bischof von Mainz, nicht nur als Vorsitzender der Pastoralkommission beschäftigt, sondern das, glaube ich, viele Menschen nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit umtreibt. Die Vorbereitungen zur Weltsynode zeigen das. Die Frage nach der Rolle der Frau, auch in Diensten und Ämtern der Kirche, ist weltweit in vielen Teilen auch hochgekommen und wird intensiv diskutiert. Auch Papst Franziskus hat immer wieder die Frage nach dem Diakonat der Frau aufgebracht, auch wenn es keine Lösung bisher geben kann oder geben wird. Ich will Ihnen von einer Erfahrung berichten als Bischof von Mainz. Vor einigen Jahren war ich in einer katholischen Mädchenschule und habe vorher mit den Verantwortlichen ein Treffen ausgemacht, ein Gespräch, ein Podiumsgespräch ausgemacht. Anwesend waren 250 oder 300 Schülerinnen der Oberstufe, junge Frauen zwischen 16 und 19. Wir hatten verschiedene Themen abgesprochen. Natürlich ging es auch um die Frage, welche Rolle haben wir als junge Frauen, als Mädchen auch in der Kirche, welche Zukunftsperspektiven haben wir in der wirklich machtvollen Mitgestaltung kirchlichen Lebens. Es war eins von sieben Themen. Wir hatten andere Themen ausgemacht, auch Themen des persönlichen Glaubens, Themen der Frömmigkeit, Themen, die manche mehr in den Kern des christlichen Glaubens ansetzen würden. Fragen nach dem ewigen Leben zum Beispiel. Ich bin dann aufs Podium gegangen und es war insgesamt auch ein gutes Gespräch. Wir haben aber zwei Stunden uns festgebissen an diesem Thema, welche Rolle spielen Frauen in Verantwortung, welche Rolle spielen Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Für manchen Kritiker würde ich sagen, der mich auffordert, du musst mehr evangelisieren, dass mir dieser Mittag gezeigt hat, dass wir genau an dieser Frage haken und ich zum eigentlichen Evangelisieren gar nicht mehr komme, weil wir uns die Köpfe heiß reden über dieses nun wirklich nicht nebensächliche Thema. Es gehört in das Zentrum des Glaubens. Wenn Paulus sagt, es gibt kein männlich und weiblich, sondern ihr alle seid einer in Christus, und was heißt das für das konkrete kirchliche Leben, dann gehört dieses Thema in das Zentrum der Kirche. Das heißt, wir verhindern zum Teil auch Evangelisierung, weil wir in diesen Fragen, auch in dieser Frage, nicht weiterkommen. Noch einmal, die Weltsynode hat gezeigt, dass es ein Thema ist, was nicht nur deutsche Katholikinnen und Katholiken betrifft. Wir haben uns auf dem synodalen Weg sehr intensiv mit diesem Thema befasst, in einem Forum. Es gibt einen Grundlagentext, es gibt Texte, die zu Handlungsschritten ermutigen und auffordern. Ich habe mich sehr deutlich für den Grundlagentext auch positioniert, weil ich es auch als Bischof für wichtig halte, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung in der katholischen Schule, von der ich berichtet habe, dass wir die richtigen Fragen stellen und dass wir wahrnehmen, dass Menschen, und zwar nicht nur Frauen, dass Menschen den Eindruck haben, wir reden viel von Menschenwürde, von Gleichberechtigung, aber gelebt wird sie am Ende nicht. Wer kann Christus repräsentieren? Diese Frage hat uns beim synodalen Weg beschäftigt und sie wird hoffentlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des weltsynodalen Weges beschäftigen. Denn das ist eine Frage, die von einigen auch insofern gestellt wird, weil sie sagen, die Repräsentatio Christi kann nicht nur am Geschlecht hängen, am Geschlecht liegen. Dieser Frage müssen wir uns stellen. Und ich widerspreche nicht der kirchlichen Lehre, wenn ich mir erlaube, diese Frage in den Raum zu stellen. Der Grundlagentext hat noch einmal deutlich gemacht, dass es andere Zugangsbedingungen, andere Zugangsbegründungen zum kirchlichen Amt geben könnte, als die, die bisher in der Tradition genannt werden. Menschen empfinden kirchliche Praxis als Ungerechtigkeit und als Hindernis für eine glaubwürdige Verkündigung und einen glaubwürdigen Einsatz für Menschenrechte auch in anderen Bereichen. Natürlich hängt damit auch zusammen die Frage einer Machtkonzentration auf die geweihten Ämter. Warum haben wichtige Entscheidungsfunktionen
nur den Zusammenhang zum Bischof, zum Priester und weniger zum Diakonenamt. Da gibt es natürlich heute auch Bemühungen, Frauen in Leitungsfunktionen zu bringen, unabhängig vom Weiheamt. Es ist aber auch wahrnehmbar, dass manche Menschen dies auch nur als einen ersten Schritt verstehen. Darüber werden wir reden müssen. Natürlich merke ich auch als Bischof, dass dieses Thema auch spaltet und dass dieses Thema, wenn ich an andere Konfessionen denke, etwa an die anglikanische Kirche, auch ein Thema ist, was möglicherweise auch eine Kirche spalten kann, aber ich kenne auch den Hinweis, dass wir auch jetzt schon in einem Zwiespalt, in einem Spalt, in einer Spaltung leben, insofern wir keine zufriedenstellenden Antworten auf diese Frage finden. Im Hinblick auf die Weltsynode würde ich sagen, wir arbeiten mit der Weltkirche, wir gründen keine eigene nationale Kirche, aber wir stellen in die Weltkirche die Fragen, die auch andere bewegen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ich wünsche Ihnen gute Gespräche, ich wünsche Ihnen wirklich die Gabe des Heiligen Geistes, die uns unterscheiden lässt, was heute notwendig ist. Und ich hoffe, dass es uns allen gelingt, diese Themen, dieses Thema auch in das Gespräch mit der Weltkirche zu bringen und dass es nicht in der Schublade verschwindet. Als Vorsitzender der Pastoralkommission bin ich gerne daran interessiert, dass wir damit weiterkommen. Ihnen gute Tage.